So viele Menschen kamen und gingen. So viele Seelen betraten die Bühne dieser Welt. Und zu viele von ihnen hinterließen Spuren von Blut und Gewalt, Schande und Üppigkeit, Eigennutz, Stolz, Gottlosigkeit. Und viele treten voller Stolz in ihre Fußstapfen ein. Aber so will ich nicht leben und werde nicht leben. So I follow, 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 follow him, 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 him to the end, end, end of the road. And there's a wide way leading to death, but a narrow. Dem die Orientierung verliert, helfen Ortsschilder. Aus dem ähnlichen Grund brauchen wir Vorbilder. Vorbilder, Leute wie Mr. Augschindler. Menschen, die Leben retten und keine Soulkiller. Soulkiller, Zerstörer der Tugend, Mörder der Jugend, aka Verblöder der Klugen. Man findet sie in TV-Shows, Clips und Kinos. Sie gefallen Menschen, denn das, was sie machen, ist sinnlos. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Rap, House, Pop and Soul. Unterschiedliche Musik mit nur einer Propaganda. Mach Party, treib Sünde, sei doch ein bisschen anders. Dabei bist du gleich wie Millionen andere. Saufen, rauchen, monatlich eine andere. Sünde steckt in jedem drin, Heiligkeit in wenigen. Doch Jesus, den ich predige, macht Tote zu Lebendigen. So I follow, follow, follow. Sünde. Deshalb war der Hass auf ihn ein Wahn ohne Gründe. Sein Wesen ist göttlich, unsterblich. Sein Leben, es spricht keine Bände, sondern Bibliotheken. Mein weiteres Vorbild ist Paulus aus Tarsus. Verfolger der Gemeinde, wurde zum Apostel der Heiden. Er lief und vollendete den Lauf wie ein Meister. Das Römische Reich sah keinen größeren Eifer. Die anderen Vorbilder lebten ein bisschen später. Man kennt sie aus der Geschichte als Kirchenväter. Ja, Männer, die bereit waren, alles zu geben. Ihr Herz schlug nicht für Gott. Nein, es war vielmehr ein Beben. Ich könnte viel erzählen und viele erwähnen. Weißt du, wonach sich meine Augen samt der Seele sehnen? Nach Menschen, die streben nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Stattdessen sehe ich tote Geister samt ihrer Schlechtigkeit. So I follow, 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 follow him, 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 him to the end, end, end of the road. And there's a wide way leading to death, but a narrow. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch unter Tränen sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Und das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Du schüttest Dreck über die Bösen wie Bush oder Saddam und versteckst deine Sünde im Busch, so wie Adam. Vorbild bedeutet eigene Sünden erkennen, sie beim Namen zu nennen, sich von ihnen zu trennen. Ich bin aber kein Mörder, das ist nicht der Maßstab. Jesus ist der Maßstab, der auch für den Pass starb. Er sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel ist. Das geht nur dann, wenn du seinen Geist verinnerlichst. Follow, 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 follow.